Die Gewinner des Mal- und Kreativwettbewerbs der Frankophonen Märchenstunde stehen fest. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 1. November 2018 um 17 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Eine schöne Geschichte gibt es an diesem Tag natürlich auch wieder zu hören. Ausnahmsweise in deutscher Sprache. Kalender können für 5 Euro in der Frankophonen Märchenstunde erworben werden. Von Urzeiten an ist unsere Welt voll von geistigen und bildkünstlerischen Widerspiegelungen. Dazu gehören wie das Essen und Trinken. Es ist dieses Fludium, die Summe der Bilder und Empfindungen plus eigene Ausdrucksweise, welches unsere gestalterische Tätigkeit begleitet, unbewusst oder bewusst. Es gilt darüber nachzudenken, warum wir das machen, was wir machen. Mit 2 Bildtextil-Applikationen zu 2 Aristophanes-Komödien stellt sich Helga Borisch in der Ausstellung in der Galerie Himmelreich vor. Nach über 2000 Jahren reizen die alten Stücke Reichtum und die Vögel einmal mit dem Thema Ungerechtigkeit und mit der Gründung des Wolkenkuckucksheimes durch die Ausgewanderten zur Interpretation. Die Ausstellung wird am Dienstag, den 30. Oktober um 19 Uhr eröffnet. Am kommenden Dienstag, den 30. Oktober, verwandelt sich der Dschungel in den gruseligen Gewächshäusern von 18 bis 21 Uhr in einen Gruselwald. Die Gewächshäuser werden dafür geheimnisvoll illuminiert und liebevoll gruselig dekoriert. An der Zaubertränke, der Hexenkiste und weiteren Stationen können kleine und große Hexen, Vampire und Geister ihren Mut und ihre Geschicklichkeit beweisen. Wer noch ein passendes Monstergesicht braucht, wird in der Geisterecke geschminkt. Im Innenhof sorgen Bratwurst und selbstgebackenes Stockbrot für das leibliche Wohl. Mit etwas Glück kann man eine Jahreskarte für die Gruson-Gewächshäuser gewinnen. Dieses Angebot der Gruson-Gewächshäuser richtet sich vor allem an Familien mit Kindern ab 7 Jahre. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 2,50 Euro. Ein Blick. Genau. In der Woche vom 29. Oktober bis 2. November gibt es einen Einblick in das Schulleben und die Räumlichkeiten des Internationalen Stiftungsgymnasiums in der Agnetenstraße 14. Schulalltäglich kann die Schule, der Unterricht und die Pausengestaltung besucht werden. Die Grundschüler und ihre Eltern können den realen Schulbetrieb sowie den Hortbetrieb und das Arbeitsgemeinschaftsangebot erleben. Das Internationale Stiftungsgymnasium Magdeburg in Trägerschaft der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannes Bernburg ist ein dreizügiges Gymnasium und hat im Schuljahr 2018/19 den Schulbetrieb mit der Klassenstufe 5 aufgenommen. Basierend auf dem Wunsch der Eltern und Schüler werden hier in einem besonderen Schulkonzept die Fremdsprachen, digitale Bildung, die Internationalität sowie das Ganztagsangebot der bereits vorhandenen trilingualen Kita und dreisprachigen internationalen Grundschule übernommen und fortgeführt. Das Internationale Stiftungsgymnasium Magdeburg organisiert ganztägige Betreuung im Sinne einer Ganztagsschule mit verlässlichen Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr sowie der Möglichkeit der Hortbetreuung in den Klassenstufen 5 und 6 auch in den Schulferien. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper lädt für kommenden Dienstag, den 30. Oktober, zu einem Bürgergespräch im Stadtteil Neue Neustadt ein. Um 18 Uhr sprechen er und Vertreter verschiedener Ämter und Fachbereiche über die aktuelle Situation im Stadtteil, insbesondere rund um den Moritzplatz und die Umfassungsstraße. Ort des Bürgergesprächs ist die Ganztagsschule Thomas Münzer in der Umfassungsstraße 76. Inhalt wird unter anderem das Miteinander von Einheimischen und Zugewanderten im Stadtteil sein. Dr. Lutz Trümper stellt sich aber auch Fragen zu Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit sowie zur städtebaulichen Entwicklung. Der Oberbürgermeister lädt alle interessierten Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Umfeld herzlich ein und freut sich auf einen regen Meinungsaustausch.